Historiker und Friedensforscher. Und er hat sich mit diesem Background praktisch der Nachhaltigkeit genähert. Und das erlaubt ihm, ganz besondere Verbindungslinien zu ziehen zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Daniela hat unterrichtet an verschiedenen Universitäten in der Schweiz und hat mehrere Bücher geschrieben. Daniela Ganzer, herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen, weil ich Marco schon sehr lange kenne und auch Sunda. Und ich finde es natürlich toll, hier vor Leuten zu sprechen, die sehr stark an ihren inneren Energien gearbeitet haben, ja, über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Ich spreche jetzt heute über äußere Energien, wenn ich das Bild haben kann, von Beamer. Und bei den äußeren Energien haben wir verschiedene Krisen, die uns immer wieder auf die inneren Energien zurückwerfen. Also die äußeren Energien sind Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomenergie. Das sind die vier nicht erneuerbaren Energieträger. Und dann haben wir erneuerbare Energien, die Sie alle kennen. Wind, Sonne, Geothermie, Biomasse, Biogas und Wasser. Kann ich das Bild haben? Die Veränderungen, die sich im Energiebereich im Moment abspielen, verbinde ich dann eigentlich mit den Fragen nach Krieg und Frieden. Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Wie wird einerseits um Erdöl gekämpft, da gibt es also Krieg und Terror, und wie wird andererseits meditiert und erneuerbare Energien ausgebaut? Also ich sehe eben so eine Polarisierung, dass es zwei Gruppen gibt, und ich weiß schon sehr, dass Sie alle sehr engagiert sind, die inneren Energien zu optimieren und die äußeren Energien sozusagen erneuerbar zu gestalten. Aber ich habe dann auch gefragt, Marco, ja, haben wir hier zum Beispiel keine Erdöl mehr, sondern wir haben auch noch, also wir sind noch ein bisschen vermischt. Langsamer sprechen. Also, ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Energie uns im 21. Jahrhundert sehr stark bewegen wird, die Energiefrage. Ich möchte ein bisschen näher dran gehen, wie viel Erdöl wir denn überhaupt brauchen und wie sich das überhaupt verändert im Moment. Grundsätzlich glaube ich an die erneuerbaren Energien, das habe ich gesagt, und zwar vor allem, weil ich einen großen Druck sehe bei den nicht erneuerbaren Energien. Beim Erdöl ist es so, dass wir als Menschen sehr viel Mühe haben, überhaupt ein Verhältnis zum Erdöl zu bekommen. Wir wissen einfach, wir brauchen viel, aber wie viel es genau ist, ist schwer zu fassen. Sie kennen vielleicht das Fass Erdöl, das hat 159 Liter in einem Fass Erdöl. Und in einem Supertanker wiederum hat es 2 Millionen Fass Erdöl. Und von den Supertankern brauchen wir 44 Stück pro Tag. Das heißt, wir sind als Menschheit hochgradig erdölsüchtig. Die ganze Welt. Die ganze Welt. 2 Millionen Fass in einem Tanker und 44 Supertanker Tagesbedarf. Das sind dann eben 88 Millionen Fass. Und die Schwierigkeit dieser Veränderung der Welt, die jetzt eben auch läuft, ist, dass wir versuchen müssten, diese Abhängigkeit zu durchbrechen. Aber das ist nicht einfach, weil es natürlich große Konzerne gibt, die uns genau in dieser Abhängigkeit halten möchten. Die Nachfrage nach Energie wird nicht zurückgehen, weil die Weltbevölkerung wächst. Die Weltbevölkerung wächst in etwa um 80 Millionen Menschen pro Jahr. Das ist also in etwa die Bevölkerung von Deutschland. Jedes Jahr. Das heißt, die Energiefrage wird sich nicht entspannen, sondern sie wird sich akzentuieren. Im Moment sind wir 7 Milliarden und ich bin von Hause aus Historiker. Das heißt, ich habe nachgeschaut, wie hat sich denn die Energie und die Weltbevölkerung verändert in den letzten Jahren. Und wenn wir 200 Jahre zurückgehen, ins Jahr 1800, dann waren wir hier 1 Milliarde und jetzt sind wir 7 Milliarden. Das heißt, wir sind in 200 Jahren von 1 auf 7 Milliarden angestiegen. Und das ist ziemlich genau die Zeit, wo wir Erdöl, Erdgas und Atomenergie im System haben. Ich bin dann zurückgegangen und habe mich gefragt, wie viele waren wir hier, null, Christi Geburt, da waren wir 300 Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten. Das sind eigentlich viel, viel weniger. Und da habe ich mich gefragt, wie lange ging es denn, um diese 300 Millionen zu verdoppeln auf 600 Millionen? Und das war ein Energiesystem, das auf Kohle,
und zwar oberflächlich Torf abgebaut und vor allem auf Holz basierend. Ja. Es war also ein ganz langsames Energiesystem und dann hat sich die Weltbevölkerung ganz langsam verändert. Von 300 auf 600 Millionen, das dauerte 1600 Jahre. So richtig langsam. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange ging es denn von der 6. zur 7. Milliarde? Und das ging 12 Jahre. Und das ist ja auch diese Freude, die wir manchmal haben, wenn wir merken, die Dinge verändern sich. Die meisten hier im Raum wünschen sich ja Veränderung. Und die gute Nachricht ist, es ist aufgegleist. Es ist so etwas von aufgegleist, dass der Speed richtig im System drin ist. Ja, wenn man sich das in Erinnerung ruft, wir brauchen 1600 Jahre, von 300 auf 600 Millionen Menschen zu kommen, und wir brauchen 12 Jahre für eine Milliarde, dann ist schon vieles gesagt. Jetzt, beim Erdöl ist es so, dass die meisten Menschen in der Zeitung lesen, es hat noch für 40 Jahre. Und das ist wahr. Man gibt mir Zeichen, dass ich langsamer sprechen soll. Aber ich soll trotzdem die Zeit einmachen. Gut. Dann denken die Menschen, 40 Jahre hat es noch Erdöl und dann machen sie eine Kopfrechnung, wie alt sie sind, und sehen, das reicht für mich und dann blenden sie zum Sport. Aber das ist das normale Verhalten. Und die Leute glauben dann, das Angebot sei konstant, 40 Jahre Erdölangebot konstant. Und ich habe vorher schon gesagt, wir brauchen pro Tag 88 Millionen Fass. Eben diese 44 Superdampf. Dann denken sie, das bleibt konstant bis ins Jahr 2050. Und das ist nicht so. Und dann im Jahr 2053 ist es von einem Tag auf den anderen weg. Das denkt man einfach so, weil man nicht länger darüber nachdenkt, aber so ist es nicht. Wir haben aus der Forschung konkrete Beispiele von Ländern, die Erdöl produzieren. Und das ist zum Beispiel Großbritannien. Da geht die Produktion rauf, hier gab es eine Explosion. Und hier erreicht sie ein Fördermaximum im Jahr 2000. Und seit 10 Jahren fällt die Produktion von Großbritannien. Das ist das ein Erdölland, das eben im Sterben ist. Dieses Fördermaximum nennen wir Peak Oil. Das ist der Fachbegriff in der Forschung für Fördermaximum beim Erdöl. Darf ich vielleicht fragen, wie bekannt das unter Ihnen ist, dass ich nicht etwas erzähle, was alle schon wissen. Wer weiß, dass die Erdölförderung in Großbritannien fällt und Peak Oil erreicht ist? Okay, dann geht es gleich weiter. Wenn man jetzt alle Länder der Welt summiert, bekommt man einen globalen Peak Oil. Wo der ist, da kann man noch lange darüber streiten, weil es gibt natürlich verschiedene Länder, die die Förderung erhöhen können, etc. Aber insgesamt sieht es dann so aus, dass wir auch bei Norwegen ein Rauf und Runter haben. Und über die lange Zeitachse sieht das Erdölzeitalter so aus. Und da wird es auch viel deutlicher. Das ist also Null Christi Geburt und hier ist 4000. Und zwischendrin verbrennen wir das Erdöl, wir gehen rauf, erreichen ein Maximum und gehen dann wieder runter. Und das ist auf jeden Fall, wird es so verlaufen. Wir wissen einfach noch nicht genau, wie wir diese Bewegung gestalten werden. Wir sind jetzt meiner Berechnung nach irgendwo hier. Und jetzt kommt es sehr auf das Bewusstsein an, wie man diese Grafik interpretiert. Verschiedene Leute glauben, dass wenn der Abstieg kommt, dass wir uns in Kriege und Zerstörungen verwickeln und einfach sozusagen die Hölle auf Erden gestalten. Und andere glauben genau das Gegenteil und sagen, wenn sich das Energiesystem wandelt durch den Abstieg, steigt der Leidensdruck. Leute werden anfangen zu meditieren und sie werden erneuerbare Gesellschaften bauen. Und die Frage ist, wer hat recht? Ja, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir dann im 3000 mal wieder Bilanz ziehen. Und bis dann sind jetzt einfach beide Gruppen am Start. Und ich hoffe natürlich, dass diese Gruppe sich durchsetzt. Aber es ist nicht ganz klar, weil man muss sich schon auch beobachten, was macht die andere Gruppe. Die andere Gruppe ist davon überzeugt, dass es zu wenig hat. Und dass man mit Ressourcenkriegen das, was es hat, kontrollieren muss, um Macht über die anderen auszuüben. Das heißt, die reagieren so. Das ist die Frage, wie reagieren die? Das ist ein Bild aus dem Jahre 2005. Es zeigt den frühen Präsidenten der USA, Bush, links im Bild, und rechts haben sie Abdullah, das ist der König von Saudi-Arabien. Und gemäß der offiziellen Geschichte der Terroranschläge vom 11. September kamen ja 15 der 19 Terroristen aus Saudi-Arabien, Bin Laden selber in Saudi, und das wäre also mindestens eine angespannte Beziehung. Aber
sie gibt sich trotzdem die Hand und die Studenten fragen dann immer, warum ist das echte Liebe? Und der Antwort ist nein, das ist natürlich nicht echte Liebe, sondern es geht um Erdöl. Die Saudis haben am meisten Erdöl weltweit. Sie sind die Tankstelle Nummer 1. Sie produzieren 10 Millionen Fass pro Tag. Vielleicht habt ihr es nicht merken können, wir brauchen 88 Millionen Fass. 10 Millionen kommen aus dem Saudi. Die Amis, die brauchen 20 Millionen Fass pro Tag. Sie sind das Land, das am meisten Erdöl braucht. Egal, ob jetzt mit Romney oder Barack Obama gewinnt. Und dieses Verhältnis ist zwischen dem größten Konsumenten und dem größten Produzenten, oder wenn Sie es zugespitzt erlauben, der größte Süchtige mit dem wichtigsten Dealer. Das ist zugespitzt, aber es ist ein sehr schwieriges Verhältnis, weil da werden Waffen und Geld in großen Mengen hin und her transferiert. In der Schweiz haben wir einen Vorteil, wenn wir über Energie nachdenken oder wenn wir über Erde nachdenken, denn wir kennen hier die Berge und viele von Ihnen kennen auch die Berge selber. Und bei den Bergen gibt es ja die einfache Faustregel, wenn man rauf geht, muss man auch wieder runter. Das war schon zu den Bergen. Aber gesagt, es ist einfach. Aber das sind einfach die Naturgesetze. Ja. Das sind die Naturgesetze. Und alle spirituellen Gesellschaften gleichen sich immer den Naturgesetzen an, Permakulturbewegung etc. Die nehmen immer die Natur sehr ernst. Und wenn wir die Berge ja ernst nehmen, dann müssen wir beim Erdöl übersetzt denken, dann müssen wir auch nicht nur einen Plan für den Aufstieg, sondern auch einen Plan für den Abstieg haben. Und das haben wir im Moment als Weltgemeinschaft nicht. Ich zeige euch mal kurz den Aufstieg. Im Jahr 1850 war die Erdölproduktion null, das sind eben die letzten 160 Jahre, in denen hat sich die Weltbevölkerung um 6 Milliarden erhöht und der Anstieg beim Erdölkonsum war massiv. 1914 waren wir bei 1 Million Fass pro Tag. Das hat schon die globale Geostrategie sehr stark beeinflusst. Die Briten haben damals ihre Kriegsschiffe von Kohle auf Erdöl umgestellt und die sind dann schneller gefahren. Dafür mussten die Briten aber Persien kontrollieren, das heutige Irak. Das heißt, sie haben Kolonialismus in Kauf genommen, obwohl sie zu Hause Kohle hatten. Aber sie haben gesagt, ein bisschen Kolonialismus wird nicht schaden, wenn wir dann militärisch mächtig. Dann haben sie im Erdöl zum ersten Mal Panzer und Flugzeug, also viel mehr Tote. 1945, Zweiter Weltkrieg, sind wir bei 6 Millionen Fass pro Tag. Und wenn Sie verstehen, dass wir auf 88 Millionen Fass pro Tag ansteigen müssen, dann sehen Sie, in den ersten 100 Jahren war das nur so ein sanfter Anstieg. Bis zur Hörnli-Hütte bei Matterhorn. Das ist relativ tief, wenn Sie erlauben. Das ist noch die Steilwand. Aber in den letzten 60 Jahren, von 1950 bis 2010, haben wir einen sehr starken Zufluss von Erdöl ins System. Und das hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte, das hat uns aber alle beeinflusst, aber es ist etwas, das nicht für immer gibt. Ja. 1962 waren wir bei 22 Millionen Fass Erdöl-Tagesverbrauch. 1986 war der Unfall in Tschernobyl, da waren wir schon bei 61 Millionen Fass Tagesverbrauch. Das heißt, wir kennen kollektiv nur Zuwachs. Und im 2006 hat das konventionelle Erdöl das Fördermaximum erreicht. Das konventionelle Erdöl ist das flüssige, einfach zu fördernde Erdöl. Ich habe dazu ein Buch geschrieben. Wer sich für die Erdölfrage interessiert, findet da mehr Details im Buch. Ich mache das hier ganz knapp und kurz. Es gibt neben dem konventionellen Erdöl noch unkonventionelles. Und von dem kann man noch mehr fördern. Die Internationale Energieagentur sagt, es sind beunruhigende Nachrichten, wir glauben, dass die Produktion von konventionellen Rohöl schon im 06 den Peak Oil erreicht hat, die Erdölfelder brechen ein, in der Nordsee und in den USA, uns läuft die Zeit davon. Das heißt, ab dem Moment, wo die einfachen Felder wegbrechen, beschleunigt sich der Wandel, materiell und immateriell. Und das ist ja eigentlich für die, die am Wandel interessiert sind, eine gute Nachricht. Es ist wirklich eine Art Katapult. Wenn wir den World Energy Outlook anschauen, der Internationalen Energieagentur, das ist so ein bisschen die Bibel der Energieforschung, wenn man fragt, wie kommunizieren die den Peak Oil? Die sagen, das Erdölangebot geht hier von 88 Millionen Fass rauf, hier auf 98, das heißt, sie sehen keinen Peak bis 2035, aber es gibt einen Trick bei dieser Grafik, nur das ist normales Erdöl, das ist Natural Gas Liquids, das sind Erdgaskondensate, das ist unkonventionelles Erdöl und diese Menge, das ist Crude Oil Fields Yet to be Developed or Found.
Es ist Erde, das man noch finden muss.